Ladies and Gentlemen, er steht vor der Tür. Akatari League bekommt eine zweite Season, beziehungsweise Season Set, wie ich es nenne. Was wir uns alles so gedacht haben, was wir Schönes umsetzen und was wir uns auf jeden Fall zu Herzen genommen haben, das seht ihr nach dem Intro. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Im Vorintro habt ihr schon gehört, im Titel habt ihr schon gesehen. Vielleicht, wenn ihr auf unserem Discord seid, habt ihr es auch schon maybe mitbekommen. Wir machen eine neue Akatari Season zu dem wunderschönen Spiel Valorant. Wir haben uns da einige Sachen zugedacht und da auch der Anklang ziemlich groß war in Sachen positiven Vibes und auch schon gefragt wurde, wann die nächste Season denn kommt, haben wir uns gedacht, komm, kann man schon mal ankündigen jetzt, damit ihr auf jeden Fall genügend Vorbereitungszeit habt. Und wie wir genau damit umgehen werden, seht ihr jetzt in den Grundinfos. Wenn ihr auf unserem Discord seid, habt ihr es vielleicht schon gesehen. Wir haben ein Anmeldeformular, das aktuell die Runde macht. Das könnt ihr auch mit dem Ausrufezeichen anmelden bekommen auf unserem Discord, als auch wenn ihr jetzt auf YouTube hier zuschaut, in der Videobeschreibung. Und zwar, dieses Anmeldeformular hat man vielleicht schon nehmen können. Die erste Grundinfo ist, also das Turnier startet im Oktober. Die Anmeldefrist ist bis zum 1.10. Das heißt, erst der 1.10. ist der letzte Tag, wo ihr euch anmelden könnt. Mindestens bei der Anmeldung müssen es 6 Leute sein. Warum 6 Leute? Letzte Season hatten wir gesagt, dass wir das selber randomisieren, wenn es nicht genügend sind und dass wir einfach selber dann daraus Teams mixen. Das hat einmal gut geklappt und einmal nicht so. Und jetzt haben wir halt den Vorteil, dass 2 Monate bis diesem Turnier dazwischen liegen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, auf unserem Discord, in dem Forum oder sonst wo, bei dem Valorant selber, wie auch immer, ein Team zusammenzusuchen. Und mindestens 6 sollen es sein, damit, falls einer ausfällt, sei es nun ein einfaches Mitglied oder vielleicht auch der Team-Captain, dass dennoch 5 Leute auf jeden Fall vertreten sind. Wir haben gesagt, maximal 8, 3 Spieler als Bonus, damit man immer wieder rotieren kann. Das heißt jetzt nicht 3 Ersatzspieler, das heißt rotieren, rotieren, rotieren. Weil im Endeffekt ist es egal, wer jetzt die 8 ist und wer die 3. Und wir wollten es halt lieber so, dass ihr für euer Team sorgt, damit am Ende keine Diskussion oder vielleicht schlechte Stimmung bei rumkommt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den wir mitnehmen wollten. Uns ist auch klar, dass nur einer von euch das Anmeldeformular ausfüllen wird. Was aber sehr schön wäre, was auch sehr wichtig wäre, sagen wir es lieber so, dass jeder einmal zumindest sich das Anmeldeformular anguckt, um die Teilnahmebedingungen zum Beispiel auch zu sehen und einhalten zu können. Wie zum Beispiel Discord zu besitzen, weil es auf unserem Discord zum Beispiel stattfinden wird. Und weitere Sachen, die auch sehr wichtig sind, um an diesem Turnier teilzunehmen. Auch eine Sache, die mit einem Turnier entsteht, ist natürlich auch Feedback. Darum haben wir euch, beziehungsweise die, die in Season 1 teilgenommen haben, darum gebeten, einmal ein bisschen was dazulassen oder auch einfach gefragt, was ihr jetzt gut fanden oder was nicht. Viele Sachen waren jetzt Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel, dass ein Logo auf unserer Map war oder dass wir mit 2 Camps, das ist nicht so unbedingt das Schönste vom Auge war. Oder dass wir Probleme hatten, dass wir Stats nicht zeigen konnten. Oder auch die Sache mit den Sichten, wenn 2 moderieren. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich euch jetzt natürlich nicht präsentieren kann, dass wir jetzt schon dran gearbeitet haben. Alles zu Herzen genommen, alles aufgeschrieben, alles notiert, was ihr uns so genannt habt. Aber das sind solche Sachen, die erst im Laufe der Monate entstehen werden. Wir haben schon viele Sachen verbessert und was wir auf jeden Fall aber euch zeigen können, ist die Tatsache, dass ein Spieler vielleicht mal besser war als ein anderer. Besonders gute Spieler oder besonders heraushängende Teamspieler, die sollten zum Beispiel einen MVP Award bekommen oder andere Sachen wie jetzt zum Beispiel ein Finalsystem. Sachen von Best of 3 oder sonst was, weil die erste Season fühlte sich für einige an wie so eine Art Gruppenphase. Und an solchen Sachen haben wir auf jeden Fall schon gewerkelt und
Das können wir euch auf jeden Fall schon mal präsentieren. Und dazu kommen wir nämlich jetzt. Kommen wir einmal zu unserer wunderschönen neuen Season. Und zwar haben wir hier 8 Teams. Und mehr sollen es auch erstmal nicht werden. Wir haben gesagt, erstmal maximal 8. Wenn es weniger werden, ist es zum Beispiel auch nicht schlimm. Wenn es mehr werden, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir erstmal herausgepickelt 8 Leute, 8 Teams. Und das wird alles live geupdatet. Sobald sich ein Team fest angemeldet hat, werden sie auch hier nach und nach dann eingeschrieben. Also in der Reihenfolge, die sich sagen, bis zu 8 Mitglieder können halt dabei sein, mindestens 6. Wenn ihr ein Logo habt zum Beispiel oder eins machen wollt, könnt ihr uns das gerne schicken. An sich kann jeder teilnehmen und jeder, der streamen oder aufnehmen möchte, kann dies auch gerne tun und uns auch gerne den Link dazu schicken, damit wir das hier genau verlinken werden. Weil das ist eine Sache, die finden wir halt selbstverständlich, weil wir krasse Leute sind. Auf jeden Fall, die letzte Season mitgemacht haben, haben auf jeden Fall ein Vorrecht, auch in dieser Season mitzumachen. Wie auch immer, in welcher Form, das dürfen sie halt sich selber aussuchen. Moderatoren sind auch eine Sache, wir werden diese Season auch wieder 2 machen. Wer der zweite sein wird, ist eigentlich nur eine Formsache. Wir schauen aktuell, wie man es am besten alles regeln kann und wer welchen Wunsch hegt, wie in dem Turnier vertreten zu sein. Das hier ist Punkt 2, die Akadari League. In der letzten Season hatten wir es auf jeden Fall so, dass wir nur 4 Teams hatten. In diesen 4 Teams seht ihr jetzt, die sind grün markiert, hat allerdings einen anderen Hintergrund, zu dem wir gleich mal kommen. Auch hier gleiches System wie in der letzten Season. Erstmal geht es nach Punktesystem. Sieg gibt 3 Punkte, Niederlagen gibt 0 Punkte. Im zweiten System gibt es dann bei Punktgleichstand quasi eine Differenz. Wie beim Sport auch, gibt es hier aber mit Runden. Und gewonnen minus verloren ergibt die Rundendifferenz. Wenn er höhere Rundendifferenz hat, ist auch vor dem jeweiligen wieder niedrigeren Rundendifferenz. Und rechts seht ihr das natürlich auch nochmal. Selbst wenn das gleich wäre, zählt dann das direkte Match. Was wir auf jeden Fall auch noch eingepflegt haben, ist von der letzten Season aus einmal der Titelträger. Das war das Team der Unterhosenmafia. Diese gilt es diese Saison zu schlagen oder den Titel abzunehmen. Weitere Sachen waren, dass wir auch einige Spieler ein bisschen herausstechen lassen, wenn sie grandiose Leistungen gemacht haben, wie zum Beispiel die meisten Aces. Wir hatten nur ein Ace gehabt im ganzen Turnier. Oder auch Sachen wie meiste Kills oder meiste Assists. In diesem System werden wir jetzt auch einmal schnell kommen. Und zwar einmal hier die Killjäger, die Assistgeber und weil es eine Early Access Variante quasi ist, kommt nachher nochmal eine Ace-Jäger auf Liste. Oder wie auch immer ich das nennen werde. Ja, hier ist auf jeden Fall jetzt nochmal die Liga. Und zwar haben wir, wie gesagt, aktuell den Stand mit dem Beispiel. Da haben wir aktuell das Beispiel 8 Teams. Und diese ersten 4 werden auf einer bestimmten Weise belohnt. Und zu diesem System kommen wir nämlich jetzt. Wenn die Gruppenphase quasi vorbei ist. Alles, was ihr davor gesehen habt, war die Gruppenphase. Die einzelnen Spiele werden dann ausgelost, sobald die Anmeldefrist vorbei ist. Sollte diese Gruppenphase vorbei sein, wären für jedes Team 7 Spiele, kommen wir zu den Playoffs. Die ersten 4 sind dann in den jeweiligen normalen Runden vertreten, die letzten 4 in den Comeback-Runden. Und das Besondere an unserem wunderschönen Turnier ist, dass selbst der 8-Platzierte nach der Gruppenphase immer noch am Ende die Meisterschaft erringen kann. Die ersten 4 haben den Vorteil, dass sie gegeneinander spielen und sollte zum Beispiel Platz 4 herausfliegen gegen den Erstplatzierten, würden sie hier sich wiederfinden. Sie haben quasi eine Second Chance, deswegen die Comeback-Liga, bzw. die Comeback-Runde. Wenn sie diese gewinnen, sind sie dann in Comeback-Runde 3, dann ins Halbfinale und dann stehen sie vielleicht möglicherweise wieder im Finale. Das gilt aber auch für Platz 8, die dann sich hier wiederfinden würden bei dem Sieg und da und da und am Ende dann da. Und jeder, der in den normalen Runden verliert, wird in der jeweiligen nächsten Comeback-Runde sich wiederfinden. Wir werden kein Best of 3 machen, wir werden ganz normal den Turniermodus machen, wir werden als Neuheit auf jeden Fall das so einpflegen, dass man einen 2-Punkte-Vorsprung rausholen muss. Das kam in der letzten Season gar nicht vor, aber jetzt werden es mehr Spiele sein, deswegen wird das auf jeden Fall stattfinden.
dass ein Team erst einen Sieg hat, wenn sie 2 Punkte mehr haben, beziehungsweise 2 Runden mehr gewonnen haben als das gegnerische Team. Beispiel 12-12, bei 13 ist nicht Schluss, sondern erst bei 14-12. Es sind einige Spiele mehr als letzte Season. Letzte Season waren es 6 Spiele. Dieses Mal wird es für jedes Team mindestens 8 sein, je nachdem, wie weit sie kommen. Das hier ist der letzte Tagesordnungspunkt von diesem wunderschönen Video hier. Einmal das Regelwerk. Das sind einfach ganz klassische Sachen, die hoffentlich selbstverständlich für jeden von euch sind. Dass man keine besonderen Ausdrücke macht. Alles, was man hier wiederfindet und woran man sich nicht hält, wird dementsprechend bestraft. Und nicht nur für einen, sondern möglicherweise auch für das ganze Team. Wir werden es natürlich nach und Fall für Fall entscheiden. So, das waren einige Infos auch für euch und hoffentlich war das alles ziemlich nachvollziehbar und hoffentlich kommt das auch sehr gut bei euch an. Falls es noch Fragen gibt, gerne auf dem Discord uns fragen oder auch hier unter diesem Video in den Kommentaren. Alles, was ihr jetzt so gesehen habt, ist bisher das Fundament der neuen Season. Es können auch Sachen sich ändern, deswegen Discord im Auge behalten, da gibt es dann immer wieder Live-Updates, falls sich was ändern sollte oder noch was dazu kommen sollte. Das ist aber erstmal das Grundsystem, was wir uns so überlegt haben, was hoffentlich auch bei euch sehr hohen Anklang finden wird. Sollten irgendwelche großen Sachen entstehen oder große Änderungen oder irgendwas Bestimmtes einmal monatlich, werden wir euch auf jeden Fall mit einem neuen Video auf dem Laufenden halten und einmal die gesamten Neuerungen im Vergleich zu diesem Video hier einmal neu vorstellen. Das war's auch erstmal mit diesem Video. Wie gesagt, sollte etwas sein, einfach gerne melden. Und hoffentlich haben wir euer Interesse jetzt geweckt für eine wunderschöne zweite Season. Hiermit klinke ich mich aber ab. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.